Klar, da geht's. Hier unten ist die Ruine, das ist gut. Aber ich will die da haben. Also muss ich jetzt ein bisschen flitzen, da will ich hin. Das Haltungssystem ist egal. Alle Ressourcen sind egal. Ich will jetzt diese letzte Rasse haben, diese letzte lebende Spezies auf diesem Planeten. Das wäre dann mein erster Planet, den ich komplett abfertigen könnte. Deswegen beeile ich mich, da ich dahin komme. Auf dem Rückweg nehme ich dann ganz schnell ein paar Ressourcen mit, soweit es mir möglich ist. Hinter diesem Berg. Er scannt. Primärelement. Das ist keine Art. Das ist Wächter. Verdammt! Ah, ich jag schon wieder Gespenster. So, Mist. Das ist keine Art, das sind... das sind... naja, macht nicht. Okay. Das waren Wächter. Gut, okay, auf zur Ruine. Kollegen-Stack habe ich ja, das ist gut. Ein bisschen Treibstoff mitnehmen. Extrem heißen Planeten gibt es dann dieses Szenario. Brauche ich ganz dringend ein Auto. So, hier war mein Raumschiff, da war jetzt hier rechts irgendwo die Basis. Also diese Ruine. Sauerstoff habe ich mir jetzt hier noch. Da, da ist er. Auch zur Ruine. Und 25 davon. Ich kann einmal Treibstoff herstellen. Ist immer gut. So. Eine alte Ruine. Ja, mein erster, die ich gefunden habe. Sieht ein bisschen baufällig aus und schwebt komischerweise. Ja, macht nichts. Es gibt auf jeden Fall Wörter. Die hole ich mir auf jeden Fall. Nummer 1. Für niedrig. Die Kovacs-Sprache geht so langsam aufwärts, muss man schon sagen. Für Intelligenz. Ich glaube, mehr komme ich hier nicht ran. Besuch von Rhonda. Die Uhr der Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes gräbt und mich mit der Stimme von Kovacs-Echos erfüllt. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind im Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit der Unendlichkeit. Sie müssen verstanden werden. Kommt, wir erstmal die Sprache lernen. Wissen der Konvergenz erhöht sich und wir haben Lebensform gelernt. Auch nicht verkehrt. Schon leider auch schon alles gibt es doch nicht, die letzte Art, ich finde sie nicht, ist ja auch nicht verkehrt. 200 Meter, ja, jetzt gibt es drauf. Bringt sich auch nicht, das ist ja das Problem, die Fabrik sind auch noch, da bewacht die Fabrik, ist natürlich blöd. So, ab zum Schiff, das war in Schiff. Gut, in den Park. Da. 200 Meter in diese Richtung. Kurz mal Lebenshaltungssystem aufladen. Ah, sehr viel Sauerstoff verbraucht leider. Muss man dazu sagen. Und das nur, um ein bisschen die letzte Art zu jagen, die gar nicht da ist. Naja, es ist halt nicht einfach. Hat auch nie einer behauptet. Das macht nichts. So, Pirat gab mir eine neue Technologie. Ich hoffe, dass es der Buggy ist. Wenn ich den habe, dann bin ich absolut glücklich. Das sieht schon cool aus, diese Basis. Ich hoffe, solche Dinge kriege ich dann später auch hin. Gerade die Fenster sind ganz cool, wenn raus sind die zu. Und wenn man reingeht, sind die dann offen. So
Den Atlas-Pass könnte ich auch mal gebrauchen. So, kostenlos starten. Wunderbar. Ab zur Basis. Wir haben eine alte Ruine entdeckt. Ganz kurz im Kreis fliegen. Nein, muss ich. Ich brauche mal trinken, neues Raumschiff, ganz dringend. Jetzt werde ich mir aber dauerhaft mal so ein hermetisches Signal Dings kaufen. Vorsichtshalber. Ich habe meinen Spielstand mit einem Kollegen, der das Spiel auch ein bisschen so spielt, den ich jetzt gerade weiß, mit wie Multiplayer-Action haben. Da habe ich ein Raumschiff gefunden. Ich konnte es auch nicht flott machen. Kam aber auch nicht mehr an das alte Raumschiff rein und deswegen hatte ich vielleicht Probleme. So, jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Technologie kommt der mir raus. Ich hoffe, es ist die Traumtechnologie, die ich haben möchte. Aber das finden wir erst raus. Ja. Jetzt ist also erledigt, hast du sie leiden lassen. Der Waffenmeister fängt an zu husten, es scheint ihm schlechten Zustand zu sein. Bestätigen. Ich werde die Daten entschlüsseln eintreten. Möge dir Ruhm bringen. Ich habe da noch eine Aufgabe für dich. Es ist fast vorbei. Fortschrittlicher Ionenakku erhalten. Oh, toll. Es gibt ein Gebäude auf dieser Welt, ein wichtiges Depot. Aber für die Wächter, krach, sie werden bis auf den letzten Tod verteidigen. Greif an und zieh den Zunder Wächter auf dich. Dann kannst du unsere Jagd beginnen. Denn während du weg bist, werde ich eine Photonenstrahlwaffe für unseren großen Krieg entwickeln. Ah, na toll. Kein Buggy. Immer noch nicht. Ich drehe langsam durch. Ich drehe langsam durch. Kann doch nicht wahr sein. Ich gehe jetzt mal zum Basiscomputer. Vielleicht hat der ja irgendwas. Der muss da irgendwas haben, der Basiscomputer. Irgendwelche Daten entschlüsselt oder sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich spiele das Spiel durch ohne Buggy. Falls man das durchspielen kann. Wohl bemerkt. Wassersatz, Besitz hochladen. Nein, das lassen wir, okay. Bauplan, Analysator. Erwarte Eingabe, Bauplan, Forschung. Holzbogen, Metall, Licht, 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 Pflaster, 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 Pflasterung. Ist toll. Nicht das, was ich brauche. Es ist nicht das, was ich brauche. Es ist nicht das, was ich möchte. Es ist nicht das, was ich will. Ich will doch nur einen Buggy. Okay, wie sieht's aus? Also, protokollmäßig. Ja, ich habe tausende Netz. Nice. Waffenforschung. Planetares Depot zerstören. Zerstört Depots mit Multi-Werkzeugwaffen. Warnung, dass Zerstörung von Depots wird Wächter anziehen. Danke. Halt. Ausbau der Basis. Hol dir Solarium. Wissenschaftliche Forschung. Der Typ ist immer noch inaktiv. Basisarchive. Bauen einen Lagerbehälter. Wir bauen mal ganz schnell einen Lagerbehälter. Wenigstens einen. So, jetzt sieht das mal total bescheuert aus. So ein Behälter hier mitten in der Gegend. Aber ist egal. Ich nehme erstmal hier. Kann man ja später abreißen. Lässt sich hier aber nicht zaubern. Nur hier hin. So. Links hier baut. Ganz kurz reingucken. Die Lagerbehälter. Wow, wow. Fünf Plätze. Fünf Sachen kann ich lagern. Ach, das ist doch schön. Immerhin. Gascomputer. Rufe Z, Baumenü auf, rufe mit Z, Kommunisten. Hä, hab ich doch gerade gemacht. Hab ich da gemacht? Schon. Mission abbrechen. Habe ich doch schon. Lagerbehälter bauen. Habe ich doch hier. Ist doch Schwachsinn. Gut, okay. Wo ist mein Schiff hin? Haben sie geparkt. Kriegt erstmal ein neues Schild. Wäre doch nur ein kleines. Und etwas. Besser als nix. Technologien. Im Moment damit habe ich 10 mehr Schild.
Immerhin. Okay, starten wir. Und machen jetzt den seine beknackte Waffenforschung. Schubdüse ist leer, wie immer. So, jetzt darf ich zweimal landen, starten. Zerstöre das Tibor. Aggression zieht Wächter an. Ah, schön. 30 Sekunden. Ja, fliegen Sie da rüber, machen Sie das Bohrblatt. Eigentlich mit dem Fahrzeug kein Problem. Wir sind zack, 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 zack. Alles weg. Das sind, glaube ich, 4 solche Dinger. Ich brauche sehr, sehr viele Schuss. Nur um da auch nur ansatzweise irgendwie Schaden zu machen. Das wird jetzt die ganze Zeit irgendwelche. Ja, Wächter anziehen. Oh, ich kann die so zerstören, das ist gut. Dann bauen die mit dem Raumschiff. Dann ganz kurz anfliegen und dann mit dem Raumschiff zerstören. Spare ich den Treibstoff, wo ich nicht landen. Lieber verzichte ich hier auf diese beknackte Ressource. So, jetzt haben wir schon mal 3 Wächter an der Backe. Das Tempo ist aber noch nicht zerstört. Hat Wächter angeschossen, auch nicht schlecht. Weiß auch nicht, welches Tempo ich da noch zerstören muss. Ich habe bestimmt nur die Wächter angeschossen. Könnte wetten, ich habe nur die Wächter angeschossen. Das heißt, da sind schon die komischen Kampfhunde dabei. Aber auch nur 24 Schaden. Ja, das könnte weiter dauern. Gehen wir zum Raketenwerfer, da sind die 10% drin. Juhu. Sind das die Wächter? Sind. Ah, Königreich am Fahrzeug. Acht Sekunden, dann dort landen und dann mal schauen, wie ich das mache am besten. Am besten ist erstmal alles anschießen, damit ich dann mit dem letzten Schuss dann immer irgendwas zerstöre. Ich hoffe, das klappt. Landesequenz eingeleitet. Ich glaube aber, so einfach machen sie es mir nicht.
zerstört Depots. 3 Stück. So, ganz kurz erstmal hier speichern. Was ist hier dieses Depot? Gelten eigentlich als zerstört. Aber doch nicht so richtig. Gelten als zerstört, komplett. Da ich das auch mit Raumschiff viel gemacht habe, geht das wahrscheinlich nicht direkt wirklich, weil ich hätte das mit einem Multi-Werkzeug machen sollen. Ach, shit. Das nennt man jetzt Pech. Mehr ist es nicht. Schöner Mist. Schöner, verdammter Mist. Dann ist diese Quest erst einmal nicht ausführbar, es sei denn, ich finde ein neues. Was? Wo erreicht? Wo erreicht? War ja noch Energie drauf, aber... Schieß mal das ganze Magazin hier drauf. Vielleicht passiert hier irgendwas. Da schießt sich auch das Falsche an. Nee. Ach, Mist. Ja, da wollte jemand schlau sein. Man hat die Mission irgendwie anders geregelt, was sehr gut ist, aber trotzdem total blöd. Ich brauche ein neues Depot. Erstmal eins finden. Verlassenes Gebäude, nicht dieser Planet. Ja, hier ist auch keins in der Nähe. Tja, Spiel muss man können. Es gibt auch zwei Möglichkeiten. Ein anderes Depot suchen. Oder hoffen, dass das Ding hier irgendwie regeneriert wird. Wenn ich jetzt hier wegfliege und dann wiederkomme, kann ja sein, dass es ganz ist. Nicht unbedingt, aber es kann. Oh, ist jetzt natürlich blöd. Das ist ja super gelaufen. Ach man. Tja, du... Okay, erstmal ab ins Weltall, erstmal ganz kurz gucken, ob es hier einen heißen Planeten gibt. Natrium, reines Ferrit, Kupfer, brauchen wir alles nicht. Muss da noch ein Planet sein? Nein. So vielleicht? Auch nicht. Das war nicht Raumstation. Da ist noch, klar, hier sind noch mehr Planeten. Da sind noch 3. Ist der Planet bestimmt hinter dem Planeten da hinten. Da springen wir noch flott rein. Gute Sache. Da ist ein anderer Planet. Start X-Mon. Verfallen nuklearer Planet. Mist. Das muss ich mal anders umlegen. Okay, dann gucke ich erstmal ganz schnell hier, dass ich mein Raumschiff ein bisschen upgraden kann. Hab ich denn... Hat... So nicht. Mal nachgucken, Wurmzellen. Verdichtete Kohlenstoff. Nein, haben wir nicht. Subraumscan macht nichts. Wir gehen erstmal schnell verkaufen. Jetzt müssen wir das Inventar leer räumen. Vielleicht kann ich ein bisschen Kleingeld machen. Das kotzt mich gerade richtig an mit diesem Depot. Das kotzt mich gerade richtig an. Oh, ist das mies. Ist das mies. Ach Mann. Okay. Das ist Exo-Anzug, das war Multi-Werkzeug, dann ist das hier Raumschiff.
Ach, der will nicht. Ulti-Werkzeug? Eine Taufen gegen Baupläne. Blitzwerfer-Upgrade. Wellen, Feuerdings. Kampfvisier. Geologie-Kanone. Schnelle Bodenausgrabung. Ha, seltenes Metallelement haben wir nicht. Streublaster. Naja, nee, 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 nee. Das wäre vielleicht zum Scannen. Hm. Ja, auch nicht so doller. Okay, dann drüber erstmal ein bisschen was verkaufen. Ey, das kotzt sich gerade richtig an. So ein Dreck. Dieses Dreckstempo. Ich hab's auch noch zerstört. Per Raumschiff, es stand noch da. Multiwerkzeuge. Konnte keine Ahnung, das hier so genau nehmen. So, Mission einreichen. Exotische Pflanzen da. 97 Nanits bekommen. Juhu, sehr schön. Ansehen bei der Entdeckergilde hat sich verbessert. Auch schön. Mission durchsuchen. Pyrit sammeln, Wächter eliminieren. Mache ein Foto auf einer radioaktiven Welt. Was? Mache ein Foto auf einer Rad... Für 60.000 Credits, warum nicht? Mache ein Foto auf einer radioaktiven Welt. Kein Problem. Für 60.000 Credits, gern. So, schnell was kaufen. Das Inventar ein bisschen zu entfernen. Pyrit, das soll ich 250 sammeln. Das kann eine Weile dauern. So, das Gurbit brauchen wir nicht. Das Zeug behalten wir mal. Sternknolle könnte man haben. Straßenköder Bronze. 430.000. Alter, das ist ja schon was wert. Daraus kann ich normales Stein machen, das ist auch okay. So, die Würfel kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Stickstoffsalz kann ich verkaufen. Magnum Gold. Schwefeligen. Vielleicht brauche ich das später noch alles. Aber jetzt erstmal brauche ich sie. 600.000 haben wir schon zusammen. Juhu! Handelsnetzwerk kaufen. Ein stabiles Plasma und kontrolliere Schimmel. Das erinnert mich an was. Er ist unkontrollierbar. Er ist überall. So, 600.000. Da kann ich ja mein Schiff tauschen. Mal gucken. Angebot fürs Raumschiff. Preis verhandeln. Kaufen für 1,1 Millionen. Eintauschen für 1,1 Millionen. Knappe Sache. Hat auf jeden Fall mehr Slots. Das wäre gar nicht mehr so verkehrt. Das ist mein Raumschiff. Das sieht einfach nur hässlich aus, das Schiff. Eisenbahnstein erhalten. Der hat nichts mehr. Am ersten Blick. Ja, dabei können wir den gebrauchen. Irgendwas wollte ich hier. Ich hab's noch vergessen. Verdammt. Egal, wir sehen uns im nächsten Folge dann. Ciao.